Stable Online Video. Wir machen heute die ersten Quests für das Regenbogenfestival. Denn gestern kam es rein, also zumindest wenn ich dieses Video aufnehme. Ich hoffe, ich schaffe das, denn ich habe ein paar Probleme mit meinem Mikrofon und meinem Laptop. Ich muss das jetzt alles separat aufnehmen. Aber ja, ich schaffe es schon irgendwie. Der Frosch sieht dich mit großen, runden Augen an. Er scheint sich verirrt zu haben und ist ganz alleine. Und ja. Hey, du kleiner Kerl, kenne ich doch... Den kleinen Kerl kenne ich doch. Wer ist denn dieses Fröschlein? Vielleicht steht sein Name auf der Kappe. Mein Name ist Pico. Wenn du mich findest, bring mich bitte zu Mikas Heißluftballon. Er ist nicht zu übersehen. Wunderschön in Blau und Rot. Okay. Die Musik war sehr, sehr hübsch. Ich hoffe, ihr hört die Musik, wenn ich sage, dass ihr die Musik hört. Hier startet auch schon die Parade. Also nicht jetzt in diesem Moment, aber hier startet die Parade meistens. Ja, mein Pferdchen ist nicht so gut gelaunt. Aber nee, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt ein anderes Pferd. So, ich bin jetzt mit Nordnova unterwegs. Und es tut mir leid, dass ich jetzt einfach so umgewechselt habe. Ein Frosch in Not. Pico, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Ich wollte eigentlich gerade los, aber ich kann doch unmöglich ohne meinen Pico aufbrechen. Danke, dass du ihn mir zurückgebracht hast, Nala. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es noch andere Welten gibt als die, die du kennst? Neue Welten, die es zu entdecken gilt, warten hinter dem Horizont. Es ist wahr. Entschuldige, dass ich so aufgeregt bin. Warst du schon einmal mit mir im Wolkenreich? Ja. So. Und dieses Bild ist einfach der Hammer. So da hinten mit diesem Schloss. Ob das irgendwann kommen wird? Oh, die Farben sind weg. Willkommen im Zenit. In Zenit-Basislager. Schön, dass du da bist. Und du hast dein Pferd mitgebracht. Das ist gut. Es gibt geheimnisvolle Kräfte, die hier in den Wolken agieren. Und der beste Platz, sie zu erleben, ist auf den Pferderücken. Und wir können uns. Könnten aus unseren Expeditionen sogar ein Rennen machen. Viel Spaß in den Wolken, tapfere Forscherin. Und pass auf, wo du hintrittst. Es geht ganz weit nach unten. Okay. Oh, ich... Ah, das ist doof jetzt. Okay. Du bist sicher genauso geschockt, wie ich es war, als ich entdeckt habe, dass das Wolkenreich seine Farben verloren hat. Wieso bekommen wir hier keine EP? Vor ein paar Tagen war es noch so bunt und fröhlich wie immer. Und dann, bäm, sah es plötzlich so trostlos und unheimlich aus. Wir müssen doch irgendwas tun können, um die Farben zurückzubringen. Ich meine, wir können nicht einfach ein paar Eimer Farbe kaufen, aber wir sollten versuchen, das in Ordnung zu bringen. Findest du nicht auch, Nala? Ja, ich bin deiner Meinung. Das Schicksal des Wolkenreichs liegt in unseren Händen. Ich habe eine Idee. Ich habe da so ein seltsames Ding gefunden, aber vielleicht, das vielleicht zu etwas gut ist. Okay.
Ich führte gerade eine Inventur meiner Erkundungsausrüstung durch, als ich auf das hier stieß. Ich hatte so etwas vorher noch nie gesehen, aber irgendwie erinnert es mich an einen Kristall oder ein Prisma. Ein Prisma. Es könnte doch eine Verbindung geben zwischen diesen Dingen und den seltsamen Vorkommnissen im Wolkenreich. Hast du eine Idee, wie uns das helfen könnte, die Farben wiederherzustellen, Nala? Also im Prisma kann das Licht ja eigentlich so... Wir hatten das mal in der Schule gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Willst du es dir mal genauer ansehen? Es sieht magisch aus. Soll ich es aufheben? Die Musik ist weg. Futsch. Mika? Okay. Wow, was passiert hier? Das Regenbogen. Gelb ist wieder da, okay. Hallo, ich möchte doch nur... Wie hast du das gemacht? Die Farbe Gelb ist zurück. Juhu! Ich fass es nicht. Du hast es geschafft, eine Farbe zurückzubringen. Ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber das finden wir schon noch aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Einstieg gefunden. Dieses Objekt hat zumindest schon mal einen der Farbe zurückgebracht. Lass uns die Farben Regenbogenfragmente nennen. Ein Regenbogen hat 7 Farben. Uns müssten also noch 6 Farben fehlen. Am besten, du suchst nach ihnen. Du findest sie ganz bestimmt, während du unterwegs bist, um dich mit den Aktivitäten hier im Wolkenreich zu vergnügen. Vielleicht sind auch ein paar auf Jorvik gelandet. Dort solltest du auch nachsehen. Ich muss hier bleiben, aber ich kenne das Gebiet richtig gut, also werde ich dir ein paar Ideen einfallen lassen, wo die Farben sein könnten. Du kannst ja später bei mir vorbeischauen, dann sage ich dir, was mir eingefallen ist. Und gib mir Bescheid, wenn du noch mehr Regenbogenfragmente gefunden hast. Dann können wir noch mehr Farben zurückholen. Du kannst sie mir alle einzeln bringen oder nach und nach, wie es dir lieber ist. Okay. Wir müssen wieder mit ihr reden. Ich sehe es halt nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Viel Erfolg. Das Wolkenreich zählt auf dich. Auf die Plätze, fertig, los. Schwing die Hufe. Farbe sammeln. Sollen wir die Farben sammeln? Oder eher das hier machen? Wir machen das. Ich habe eine Idee, wo du auch ein Regenbogenfragment finden könntest. Wäre ein Regenbogenrennen nicht der perfekte Ort für ein Regenbogenfragment? Ist es ein Versuch wert? Okay, dann machen wir mal das Rennen. Oh, das haben wir ja auch. Lange habe ich auf einen würdigen Herausforderer gewartet. Ich werde deinem Ross ein Präsent gewähren, jedoch nur, wenn du meine Herausforderung abschließt. Ich werde 40 goldene Hufeisen in unser majestätisches Königreich verteilen. Du erhältst heute nur eine einzige Chance, sie zu finden und einzusammeln. Sollte es dir nicht gelingen, kannst du es morgen erneut wagen. Bist du bereit, Nala? Okay. Oh, die Zäune sind auch neu. Vielleicht finden wir auch so ein Fragment. Gliling, gliling. Da hinten ist das... Ja. Wollte ich doch auch sagen. Nee. Wir gehen einfach mal hier hoch. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt da lang. Oh Gott.
Okay, wir sammeln das mal ein. Danach endet diese Folge auch schon. So nehme ich ein paar heute schon auf. Los, 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 los. Da, auf der Rutsche. Da ist eins. Ich habe ein Regenbogenfragment für Mika. Okay, dann bringen wir es ihr nachher wieder. Hui! Okay, eins ist bei den Wolken. Alles klärchen. Und hier ist einfach die Farbe gelb. Da war vielleicht auch noch etwas. Yay! Oh, oh! Uff, zum Glück bin ich nicht einfach da stecken geblieben. So, jetzt da oben. Wir sind schon bei 11 Minuten. Boah. So, uns fehlen nur noch 2. Hä, wo sind die? Ah, da oben. Stimmt, da. Also nicht da, da. Auf diesen 2 Wolken, wo ich vorhin runtergefallen bin. Hätte ich fast vergessen. Da ist noch eine Wolke. Machen wir aber nachher. Ich habe übrigens Nordnova mitgenommen, weil ich sie noch nie bei einer Quest benutzt habe. Oh Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ich werde leicht genervt. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann machen wir es in der nächsten Folge. Okay, okay, uns fehlt nur noch eine. Wenn jetzt die Zeit vorüber ist, dann knall ich Star Stable eine so richtig in die Fresse. Ah! Es hat funktioniert! Yay! Aber ihr Lieben, das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, denn es geht hier weiter im Regenbogen für die weiteren Farben. Also, bis morgen und bis dahin macht's gut. Bye, bye!